weil jeder hier selbst egoistisch ist. Das ist eine Gurkentruppe. Das ist scheiße, was ihr spielt. Größte Müll. Scheiß auf Glam zum Glamour oder irgendwelche Weltstars. Die Hauptsache ist Handarbeit, gefällt mir. Dieser Track ist für dich. Ich hoffe, du behältst, was doch wichtiger ist. Handarbeit, gefällt mir. Peng! Vierter Spieltag. Ich bin hier im Eintracht Spandau Bus. In unserem Bus seht ihr ja, was wir alles hier haben. Wir spielen heute gegen Hollywood United. Ein sehr spannendes Spiel. Heute in dem Video, in dem Vlog, will ich euch ein paar Spieler vorstellen. Seid gespannt, wen wir euch präsentieren. Sagt mal, was ihr von den Spielern mehr wissen wollt. Haut das mal hier rein, kommentiert, abonniert den Kanal, lasst die Glocke da. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gesehen hier von dem Bus. Da, so sieht unser Bus aus. So kommen wir jeden Montag an zu den Spielen. Das ist was Besonderes. Hier sehen wir, da machen die paar Videofotos schon. Wir sind da. Wir hauen die heute weg. Geht gar nicht anders im Tag. Hollywood United. Ohne Gegentor. Also seid dabei. Peace. Yeah. So, wir nehmen euch heute einfach mal mit. Wir zeigen euch mal ein bisschen was für unsere Perspektive. Wir sind wieder heiß, 3 Punkte mitzunehmen. 4. Spieltag. Karneval. Heute wird Gas gegeben. 100%. Also jetzt sind wir in der VIP-Area. Hier sind so die Stars. Man sieht sehr viele Prominente. Viele Dortmund-Stars sind da. Ja, wir freuen uns. Bitte. Viel Erfolg. Schon was gegessen, sonst würden wir jetzt ein bisschen reinhauen, aber ja, nach dem Spiel dann. Hier gibt es auch ein paar, den einen oder anderen bekannten YouTuber, der immer mal gerne andere Leute prankt. Hallo, Marvin, freut mich. Wie geht's dir, Marvin? Sehr gut, wann darf ich mich bei euch einschleichen? Marvin könnten wir eigentlich auch mal als Wildcard zu Spandau rufen. Ja, lieber dann, wenn es um nichts mehr geht. Ja, dann lieber. Ja, dann schauen wir mal in den letzten 2 Spielen, wenn ich jetzt dabei sind, rufe ich. Gerne. Dann trainiert ihr mal bei uns mit. Toi, 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 viel Erfolg. Dankeschön. Yo! 4-4, letzte Sekunde. Alter. Stark. Jetzt wird es spannend, jetzt geht es in die Galaxy Minute, da kann wirklich alles passieren. Wie findet ihr denn generell diese Game Changer? Die können gut sein, wenn man hinten liegt, bin ich ehrlich, kann es gut sein bei den einzigen 1-Challenge, aber wie letztes Mal zum Beispiel wir haben das Spiel ganz klar, finde ich, dominiert, 7-1. Und dann kommen die Game Changer und es wird nochmal knapp. Der Unterschied Samer Meister! Abseits. Richtig. Ein Tor. Der Sitz. Sehr, sehr wichtig. Abseits gepfiffen. Treffer zählt nicht. Kommt mal bei Martin. Okay. Treffer zählt. Die letzten Sekunden für kein Abseits. Und das ist es gewesen. Das man sieht, jeder kann gegen jeden gewinnen. Deswegen müssen wir immer konstant bleiben, oder? Glückwunsch zu Sieg Energy. Glückwunsch, Monte. Zu unserem Popstar. Jetzt kommen wir zu unserem Popstar-Kapitän. Jetzt haben wir direkt beide erwischt. Schau mal, den wir da so sehen. Ein paar Stars oder möchte ganz Stars. Oh, ich hab Pep Guardiola heute auch da. Von hinten verwechselt ähnlich. Pep Guardiola. Das ist ein Video von Hans. Das ist unser Taktikmeister Justus. Hier unsere Maschine, Guardiola, bester Taktiktrainer. Aber es geht nur, wenn die Jungs noch Umsatz für uns ist. Der letzte Spieler haben wir auch da. Der letzte Spieler Alvin. Immer am Start. Runter aufstellen und dann gleich da. Laut unserem Taktikfuchs Justus soll das jetzt das beste Spiel nach unserem Sein des Abends. Deswegen bin ich gespannt, wie es wird. Ja, seid gespannt. Beide
Mannschaften sehr gut. Kleine Fehler machen es aus. Zeig mal wilde Aktion von Kim. Man sieht alles offen. Die erste Halbzeit läuft gut. Wir haben jetzt noch mal 15 Minuten, um die drei Punkte, die ersten drei Punkte einzutüten. Ne? Wenn jetzt wieder nicht irgendwas kommt mit Penalty oder irgendwelche komischen Galaxy Minutes, dann machen wir das diesmal. Wenn es nur um Fußball geht, dann gewinnen wir das. Ja. Ja, bis jetzt gutes Spiel, 2-1, echt hohes Niveau. Ich bin mal gespannt, was jetzt die Galaxy Minutes bringen. Entscheiden folgenden Spielmodus. Galaxy Fairplay. Jetzt bei Foul einer raus, ne? Genau, also das heißt, sobald jemand fault, 2 Minuten Sperre. Jetzt können wir sogar die ganzen großen Teams schlagen. Ne? So, diese Spandau und so, die können wir jetzt auch schlagen. Herzlichen Glückwunsch! Danke. Glückwunsch zum Sieg! Danke. Ich habe das auch gefeiert, dass sie gewinnen, weil dann haben wir eine Mannschaft weniger, die da weiter runter. Sache zum Torwart. Die Spieler gehen aber auch mal nach. Das ist schon gut. Worum geht's jetzt? Eine Sprint-Challenge wird jetzt gemacht für eine Wildcard. Aber wir brauchen im Endeffekt keinen, egal wer es ist. Schnellster Spieler, aber das Problem ist, Hans Hafe hat gerade gesagt, wir wollen den Aaron Hunt gar nicht. Und jetzt ist der Junge so schnell gelaufen. Was ist deine Meinung dazu? Wir lassen ihn auf der Bank. Sehr gut, also, einer hat ihn überholt, eine Millisekunde. Aaron Hunt, goodbye. Ja. Auch wenn Aaron Hunt ein wirklich sehr, sehr guter Spieler ist, und ich auch mich gerade gefragt habe, der ist ein geisteskranker Spieler. Wir sind eine Mannschaft, Team. Wir haben nicht einen guten Spieler, wir haben eine kompakte Mannschaft. Ja, jetzt tun wir kurz unsere Sachen ab, dann geht es auch zur Mannschaft, ziehen wir uns um, kurze Besprechung, aufwärmen und dann Matchday. Fokus jetzt. Was ist euer Ziel für die Baller League? Ja, ist fertig. Platz 1, Sieger, Meister, mit Abstand, wie Hans schön sagt, wir wollen nicht gewinnen, wir wollen dominieren. Einfach 100% geben, jedes Spiel auch für uns selber, das Maximale rausholen. Einfach zeigen, was wir können. Also 100%. Let's go room tour. Achso, ja. Ich hab Urlaub. Was läuft denn so schlecht? Jungs, Spieltag 4. Bis jetzt ungeschlagen. Erstes Spiel überragend, zweites Spiel leichtfertig, drittes Spiel wieder sehr gut. Jetzt sind wir im vierten Spiel. Wir sind Erster und wir sind die Gejagten. Wenn ich hier durchgehe, dann heißt immer so, ja, euch schlagen wir werden das, dies, das, kommen nur diese Dinger. Das bedeutet, die sind heiß auf uns. Egal wie, die sind heiß auf uns. Und wenn wir es nicht schaffen heute, vom Kopf her da zu sein, nicht einfach vom Spielen, vom Kopf her da zu sein,
von Anfang an genau diese Dynamik, diese Zweikampfstärke rauszuholen, dann wird es super schwer. Dann wird es sehr, sehr schwer gegen diese Mannschaft. Aber es entscheidet immer wieder, wie gehen wir in das Spiel rein? Denken wir, wir machen Jojo oder nicht? Nur das entscheidet das. Unsere Mentalität, was wir wollen. Und das ist wie vorher immer das A und O, die Defensive, dass wir wirklich mit unseren drei hier spielen und die zwei hier und wir wirklich, ob die hier so spielen und dann hier so wie wir, einer hier von denen, machen wir so, das ist wirklich, die beiden müssen arbeiten. Schieben, wieder nach da schieben, wieder nach da schieben. Die beiden, die anderen von denen, wenn die hier bewegen, Jungs, die Dreierkette, wie immer, lauft nicht hinterher, bleibt in der Reihe, bleibt verschieben. Der geht nach da, der kommt nach da, holt den Ball, der geht nach da, der geht nach da. Die Bewegung wollen wir ja haben, aber nicht, dass wir einfach nur die Bewegung machen, weil wir gesagt haben, der wechselt nach da, dann trabt er darüber und er trabt darüber. Nein. Es geht darum, wirklich die Aktion zu machen, dahin zu gehen, damit wir Raum haben. Torwart von denen ist junger Torwart, 18 Jahre. Manchmal mit links kann er gar nichts. Nix. Mit rechts ist er gut. Guter Torwart. Wenn wir den aber einen reinmachen, dann wird er auch nervös. Wir versuchen, dass Ritchie heute nicht spielt. Wie ihr wisst, hat er bei Fortuna unterschrieben. Und die haben Mittwoch, haben die englische Woche. Der ist da, um die Mannschaft zu unterstützen, Gas zu geben, aber sonst wird Ritchie nicht spielen. Deswegen, wir haben nur noch drei Spieler draußen. Jungs, damit ihr wisst, ihr müsst heute mehr leisten als sonst. Jo, wir kommen zu unserer Taktik. Wir werden im offensiven Bereich hier mit dem Torwart spielen. Breit machen wieder, breit, vorne breit. Vorne breit und einen im Zentrum. Also Würfel 5 nennen wir das. Der Gegner wird hier den zustellen. Suchen hier und hier und wahrscheinlich hier. Hier ist der Ball. Das, worauf wir aufpassen müssen, ist, dass die greifen immer unseren Torwart, den Torwart an. Wenn unser Torwart den hier bietet sich hier anspielen würde, der wird den Ball zurückspielen, dann kommt er hinterher und attackiert ihn und stellt hier zu. Und da müssen wir gewappnet sein, dass er denn hier rausgeht und hier in die Mitte kommt und unser Torwart den Pass hier spielt und wir eine Überzahl gehen, schaffen. 3-2, 2-1. So wollen wir das hinbekommen. Aber ich sage euch nachher, ob das wirklich dann geklappt hat. Also. Heute voll fit, 100%, Spiel gewinnen wollen und dann schauen wir. Ich kenne ein paar Jungs von Spandau und ich freue mich, gegen die zu spielen. Natürlich, ne, gegen Spitzenreiter ist eigentlich so, denkt man sich was Besonderes immer. Die Chemie im Team, man sieht das als Außenstehender, die ist einfach da bei Spandau und möge der Bessere gewinnen. Ihr hört die Fans im Hintergrund. Jetzt wird Zeit, wieder Gas zu geben und da zu sein. Jungs, ey. Mentalität. Das ist das A und O, wie wir in das Spiel hier reinkommen, wie wir wollen. Jungs, jede Mannschaft, die oben ist, hat heute einen auf den Sack gekriegt. Aber nur, weil sie nicht gewinnen wollten. Wir müssen zeigen, dass wir gewinnen wollen, dass wir da sind. Von Anfang an, Jungs, von der ersten Minute an. Okay, Jungs,
Pusht euch selber, pusht euch selber. Und komm, 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 komm. 3, 2, 1. Anstoß. Den wollen wir eigentlich immer gewinnen und verlieren es nicht. Aber George macht es sehr gut. Und George auch wieder on fire, motiviert, richtig von Anfang an reingehauen. Wir als Mannschaft sind nicht so in das Spiel reingekommen. Viel, ja, aber natürlich auch mit dem Gegner zu tun. Viel Krampf gewesen, haben uns den Schneid ein bisschen abkaufen lassen, haben nicht versucht, unsere Stärken wirklich zu nutzen, waren sehr pomadig, nicht agil vorne, aber von jedem heute. Hier ein guter Ball, da macht Tim es gut gemacht, guter Abschluss. Und hier sind wir einmal drauf, da muss Tugi noch viel, viel mehr schneller drauf sein, lässt sich einfach zu leicht abkochen, Ian auch. Und, ja, und jetzt sind wir da, jetzt haben wir den Ball und gewinnen den Ball und bleiben dran. Und jetzt musst du weiter dranbleiben und jetzt müssen wir weiter dranbleiben. Dranbleiben, zum Torwart aktivieren. Und das ist das, was uns heute gefehlt hat beim Spiel. Dass diese Geilheit weiter wirklich da dran zu bleiben, den Torwart zu agieren, zu attackieren und versuchen auch das Tor zu machen. Ja, und hier wieder etwas, wir wollen schnell machen, kriegen es aber dann nicht hin und haben den Ball, man merkt es einfach, es ist viel Kleinigkeiten, aber super gelupft von Yannick. Tim trifft den Ball nicht richtig, der Torwart liegt schon auf dem Boden. Wir haben Chancen, wir haben Möglichkeiten, so jetzt wieder von Weitem abgeschlossen, nicht manchmal versucht, zu hektisch, zu schnell zu spielen. Yannick kriegt den Ball, muss ihn quer spielen, quer auf Tim, er steht blank, einfach quer spielen. Ja, das haben wir uns echt schwer getan, viele Kleinigkeiten, viele Zweikampf reingegangen. Hier wieder Tugi mit dem Ball im Winkel hauen. Warum machen wir es so kompliziert? Versucht das Ding auszuspielen. Jungs, alles gut. Alles gut, wir haben Torchancen, Jungs. Wir haben Torchancen. Mach die klarer machen. Hier kommt das Three-Play. Machen wir am Anfang. Sehr gut, auch von Tim immer wieder versucht rauszustoßen. Hier geguckt und dann wieder reingegangen. Und hier macht er kurz den Fehler, muss er seinen Fuß raus versuchen zu blocken. Weil er kann nur noch aufspielen. Wir machen das gut, machen aber das 1-0. Wir haben jetzt den Ball. Machen es eigentlich gut. Spielt gegen Torwart, da muss er das Tor machen. Wenn ein anderer, ein offensiver Spieler da ist, glaube ich, machen wir das Tor. Und dann schießt Janik den Ball übers Tor. Der war aber einfach schlecht gemacht. Er muss das Tor wenigstens treffen. Hier machen wir das wieder gut. Von Waldet. Er sieht aber auch wieder den Ball nicht richtig getroffen. Ne? Und man merkt einfach, wie schwer das war. Ganz genau das. Ganz genau das. Ihr kackt euch hier gegenseitig an. Genau. Ganz genau. Weil jeder hier selbst egoistisch ist. Ihr kackt euch gegenseitig an. Und dann wollt ihr hier gewinnen? Dann wollt ihr hier gewinnen? Nee, werden wir nicht. Werden wir nicht. Alles Egoisten gerade. Erste Halbzeit, alles Egoisten. Ihr streitet euch. Wer kommt rein, wer kommt da rein? Jungs, ey. Das ist scheiße, was ihr spielt. Größte Müll. Ist eine Gurkentruppe. Genau das, was ich gesagt habe. In der Kabine. Mentalität. Eine Einheit. Genau das haben wir nicht gemacht. Ich spiele die ersten 5 von Anfang an und dann wechseln wir wieder. Meine andere Seite zeigt. Komm. Ja, zweite Halbzeit. Wieder. Wir fangen wieder an. Anstoß. Müssen wir heiß sein. Lass uns nicht da wegdrücken. Wir holen den Ball, das hat Tugi gut gemacht. Wieder, das ist eine Taktik, George. Hier nach dem Ball. Und wir haben immer irgendwie den letzten Pass nicht sauber gespielt, den letzten Pass. Man musste immer den Ball noch annehmen, man konnte nicht direkt schießen. Immer irgendwie ist nicht in den Fluss gekommen. Hier auch wieder. Wenn wir schießen konnten, haben wir nicht geschossen. Boah, war sehr, sehr schwierig. Aber ja, wir haben, das Positive ist, wir haben gemacht, getan, wir haben gekämpft, agiert, haben aber zu wenig den Torwart
Jetzt hier. Ey, das ist doch cool. Mehr geht doch nicht. Was? Das ist 2 Minuten und Penalty. Der läuft allein aufs Tor zu. Und das hier, Foul gegen uns, das pfeift er nicht. Und daraus entsteht das Tor. Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Hey. Heute hatte ich auch ein Gefühl, der Schiedsrichter hat nur gegen uns gewesen. Ihr macht beide das super. Aber ey, wir treffen das Tor nicht. Wenn wir das Tor treffen, dann geht auch noch einer rein. Nein. Galaxy Fairplay. Ohne Foul, sonst muss einer raus. George, komm raus. 1, 2, 3, 4, 5. Jungs, ey, ihr müsst vorne, nicht wenn der Torwart den Ball hat, anlaufen. Wenn der Ball zum Torwart kommt, dann müsst ihr anlaufen. Wir haben 3 Minuten Zeit. Unsere Fans sind on fire, feiern uns. Und wir haben den Ball und spielen ihren gut. Wir kriegen den Ball. Man hat gesehen, wir wollen, wir müssen auch. Wir haben mehr Gas gegeben, auch mehr Risiko gespielt. Und jetzt gehen wir auch mal an den Torwart ran. Und wir spielen doch was, genau das, was wir vorher nicht gemacht haben. Da war immer einer irgendwie noch mal dran und den macht Aziz super, ne? Nicht einfach draufgehauen, sondern einfach das Tor stellen auf den. Wie gesagt, wir müssen das Tor treffen. Noch eine Minute zu spielen. Ich glaube, wir waren näher dran als Hollywood United. Und hier wieder Foul, wieder nicht gegeben. Also Kleinigkeiten, ne? So, wir gewinnen hier den Ball. Letzte Chance, letzte Minute, wir schießen. Ich glaube, da wäre eigentlich die dritte Ecke für uns gewesen. Aber sollte nicht sein, wir haben einen Punkt mitgenommen. Mund abputzen, starker Gegner. Weiter geht's. Gut gehabt. Das Ritchie nicht gespielt hat. Was? Das Ritchie nicht gespielt hat. Weißt du auch? Dass ich nicht gespielt habe. Den Jungs reden oder wärst du uns bereit? Außer du willst auch bitte deinen Jungs. Wenn wir spielen müssen, dann auch die Torchance erspielen sollen. Hat diesmal leider nicht gereicht für den Sieg, aber immer noch ungeschlagen in der Spandau. Ja, ist nicht das erhoffte Ergebnis, aber die Jungs haben gekämpft bis zum Ende und das war einfach geil zu sehen und wir freuen uns, auch wenn es nur ein Unentschieden war. Vielen, vielen Dank an das Team, dass sie so geil gespielt haben. Ja, 2-2. War kein gutes Spiel von uns, fand ich. Man sieht einfach, wenn man 10% oder 5% nachlässt, kann es hier tödlich werden. Wir hatten unsere Chancen zu leichtfertig. Wir sind so eine gute Mannschaft, wir haben so ein gutes Gesamtkonstrukt und dann spielen wir so eine Scheiße zusammen. Nächste Woche können wir es nur besser machen, weiter an uns arbeiten und dann bitte schon. Nicht zufrieden. Jungs, am Ende des Tages haben wir noch einen Punkt geholt. Am Anfang haben wir nur verwaltet. Wir haben ein bisschen rechts, links, ein bisschen links. Wir haben gar keinen Druck gemacht, dass sie irgendwas machen müssen. Wir haben nur reagiert. Wir sind rechts, links gegangen, rechts, links, rechts, links. Und haben gewartet, bis sie dann reingespielt haben. Und dann haben wir dagegen gemacht. Da haben wir gearbeitet. Passiert das nochmal, dass wir uns gegenseitig anscheißen, verliere ich lieber das Spiel und alle bleiben draußen. Mir ist es scheißegal. Scheiß auf das Spiel, scheiß auf 3 Punkte. Denkt irgendeiner, der wäre hier der Beste oder was weiß ich, weil der andere den nicht gespielt hat oder weil er einen Fehler gemacht hat. Ey, könnt draußen bleiben. Spielen wir mit 5 Mann, spielen wir mit 4 Mann. Scheißegal. Das müssen wir mitnehmen. Das sind Sachen, daraus müssen wir lernen. Dings. Das gehört alles dazu. Das ist, sagen wir mal, eine Saison. Das gehört dazu. Wie kriegen wir das hin? Wie gehen wir in das nächste Spiel rein? Und so, das sind die Sachen, okay? Jungs. Okay. Wir haben, glaube ich, die Torchancen gehabt. Haben die Möglichkeiten gehabt. Hier. Am Ende des Tages geht es aber wirklich um, wie gehen wir in das Spiel rein, wie ist die Mentalität. Und die haben wir heute nicht auf die Bahn gekriegt. Und deswegen 2-2, ich glaube, ein bisschen mehr Mentalität gewinnen wir das Spiel. Heute war es auch ein Tag, so irgendwie alles schwierig für die ganze Mannschaft. Aber wir haben es trotzdem noch Moral bewiesen und einen Punkt geholt. Das glaube ich, das ist ganz wichtig. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, lasst ein Like da, lasst die Glocke klingeln ohne Ende.
Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich mit einem Sieg. Also, peace.